Platz 1. Los geht's. Auf alle Fälle gehört der Start eindeutig dem Österreicher. 3:0. Der spielt entfesselt, Daniel Abelson. Sehr platziert, eine gute Qualität. 4:0, bravo. So kann es weitergehen. Das war gut gespielt von Habeson, aber das war noch besser gespielt von Skratchkov, der ja auch bei den Austrian Open in Wales zu Gast war in der letzten Woche. Auch dort in Runde 1 ausgeschieden ist gegen Ljeftovic, gegen den Serben mit 3:4. Auch Habeson ist da gescheitert in Runde 1. Etwas überraschend. Klar am Brasilianer Gustavo Tsuboi. Das ist Geschichte. Jetzt zählt diese Partie. Naja, ganz, ganz gut. Ja, der hat ein sehr gefährliches Spiel. Daniel Abelson aggressiv von beiden Seiten. Die Konstanz fehlt ihm vielleicht hin und wieder noch. Spielt manchmal unglaubliche gute Bälle. Dann wieder ganz schlechte. Bravo, bravo, Daniel Abelson, der hält super dagegen. Blockt, ausgezeichnet. Der gefällt mir gut in dieser Partie. Es ist jetzt schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zu seinem Spiel gegen Smirnov. Starker Rückhandball, Parallelball. 8:9 aus der Sicht des Österreichers. Ja, so ein gewonnener erster Satz wäre natürlich auch
mental. Sehr, sehr wichtig. 9:9. Er dachte, ich spiele das ganz klug, Daniel Haveson. Serviert gut, geht nicht zu viel Risiko ein. Versucht im langen Russen auch immer wieder an den Körper, nahe an den Körper zu spielen. Das tut ihm natürlich weh. So, Satzball Russland oder Satzball Österreich? Satzball Russland. Ja, da packt er zwei Weltklasse-Backhands aus. Kyrgios Katschkov, 9:11, verliert Daniel Haveson den ersten Durchgang. Auch da war jetzt viel, viel mehr möglich. Hat schnell mit 4:0 geführt, der Österreicher. Aber dann hat sich der Russe ein bisschen warm gespielt, hat sich besser eingestellt auf das Spiel von Daniel Haveson. Ich habe jetzt ganz kurz in der Statistik geblättert, liebe Zuseher. Die beiden spielen zum zweiten Mal gegeneinander. Einmal hat es also dieses Duell schon gegeben. Das war 2011 beim Pro Tour Turnier in Slowenien, bei den Slowenien Open. Da hat Daniel Haveson Kyrgios Katschkov ganz klar besiegt. 4:0 hat er damals gewonnen. Das war am 18. Jänner 2011, also vor fast genau 2 Jahren. Hat es dieses Duell schon gegeben. Das heißt, der Österreicher hat den ersten Satz gegen Skatschkov überhaupt verloren in seiner Karriere. Macht nichts. Kopf hoch, Konzentration halten lautet jetzt das Motto. Da ist noch nichts verloren. Noch lange nicht. Auch Fegerl hat eine Partie gedreht. Warum soll es nicht auch Daniel Haveson schaffen? Gescheit gespielt, sehr klug gespielt. Beide drei. Im ersten Satz ist er noch davongezogen zu Beginn. Daniel Haveson jetzt sehr ausgeglichen. Meiner Meinung nach muss er diesen Satz auch gewinnen, muss auf 1:1 stellen. Denn sonst würden die Karten sehr schlecht stehen.
ein 0-2 aufzuholen. Drei Sätze hintereinander zu gewinnen gegen Skatschkov. Beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Da kommt das Glück dazu. Der dritte Punkt in Serie jetzt für den Russen. Aufpassen, da heißt es jetzt. Vielleicht muss er jetzt auch einmal schon langsam, aber sicher seine Risikobereitschaft erhöhen. Der Österreicher. Oh je, was ist da passiert? Ist der umgeknöchelt, der Österreicher. Greift sich an die Knöchel hier das Ganze noch einmal. Das war eigentlich eine Auflage. Ah, da knickt er ein. Ja, aber er steht schon wieder. Gott sei Dank. Daniel Habeson kann weiterspielen. Das hat so den Anschein. Ja. Grauslich hat das ausgeschaut. Das erinnert mich an eine Szene beim Tennis. Wiener Stadthalle, da gibt es mal einen Stich. So, Gott sei Dank ist nichts passiert. An diesem Kurz-Kurz-Spiel, da ist der Russe stärker, 6-9. So, eine gute Variante jetzt einmal, dieses Backhand-Service einzusteuern, versucht da mehr Variation hineinzubringen, mit Erfolg. Wien Satz 1, unglaublich eng. Geht's da zur Sache? Zwei Satzbälle. Ja, ich sage ich dir nur. 8-11 verliert Daniel Habesotz den zweiten Satz. 9-11 und 8-11. 0-2 liegt er zurück. Und jetzt steht er wirklich mit dem Rücken zur Wand. Was für ein verrückter Tischtennisabend. Hier wieder Neudorf. Eine Hochschaubahn der Emotionen. Da liegt Österreich ganz, ganz schnell mit 0-2 zurück. Dann kämpfen sich die rot-weiß-roten Athleten Chen Weishin und Stefan Fegerl wieder ins Spiel. Dann beginnt Daniel Habeson sensationell diese Partie, aber was zählt ist jetzt dieses Ergebnis? 0-2 ist er hinten. Das heißt, er muss
drei Sätze jetzt hintereinander gewinnen. Gegen Kyrgios Kachkov. Willkommen bei Entscheidung immer wieder. Und in Wiener Waldorf kann der Heimvorteil durchaus den Unterschied ausmachen. Also einen kleinen Applaus für Daniel Habeson. Was wäre das für eine Geschichte, wenn Herr Österreich zum Sieg schießen würde, Daniel Habeson, hier in Wiener Neudorf, ausgerechnet hier, wo alles begonnen hat für ihn. Er hat ja hier für den niederösterreichischen Traditionsverein in der zweiten Bundesliga gespielt, bevor er zum SVS Niederösterreich gekommen ist. Dort, wo er jetzt in der Werner Schlager Akademie trainiert, dort, wo er mit dem SVS Niederösterreich schon Champions League-Sieger 2008 geworden ist, wo er schon sehr, sehr schöne Erfolge gefeiert hat. Ja, Daniel Habeson hat eine Verwarnung bekommen. Die gelbe Karte zeigt das an, weil er, glaube ich, jetzt einmal den Schläger hingeworfen hat, als er den zweiten Satz verloren hat. Das sehen die Schiedsrichter nicht gerne. Deshalb die gelbe Karte. Setzt jetzt auch immer mehr seine Rückhand ein, der Russe. An der Unterstützung wird sicherlich nicht scheitern, so viel steht fest. Servicefehler des Russen kann passieren bei so viel Risiko, bei so viel Schnitt und Rotation. Ist das schon möglich? Ja, sehr, sehr guter Angriff mit der Vorhand. Schön abgeschlossen. Klug gespielt, den kurzen eingestreut und dann voll draufgegangen. Kompromisslos. 8:4, plus 4 jetzt für den Österreicher. Vielleicht geht da doch noch was. Er kann jetzt unbefreit aufspielen. Vielleicht hilft ihm das. Jetzt Kachkov verlegt vielleicht ein bisschen zu denken. Sechs Satzbälle. Was ist da jetzt los? Es
Also das war jetzt eine Gala-Vorstellung von Daniel Habeson. 11:4. Der Russe ist völlig von der Rolle. Sowas habe ich selten gesehen. So viel anders hat Daniel Habeson gar nicht gemacht als in den Sätzen zuvor. 1:2, nur noch. Der Rückstand aus der Sicht von Daniel Habeson. Das muss doch jetzt schon eigentlich Auftrieb geben, wenn man sieht, hey, ich kann den Kerl ja doch besiegen. Skatschkov verliert übrigens jetzt den ersten Satz an diesem heutigen Abend. Acht zu elf, 11:4. Da waren es nur noch zwei Sätze, die er gewinnen muss, der Österreicher. 2:2 steht es ja zwischen Österreich und Russland in dieser EM-Qualifikation, liebe Zuseher. Satz 4. Und da muss jetzt der neue russische Trainer, Alexander Pietkiewicz, alles auspacken, dass er da seinen Mann wieder mental in eine gute Position bringt. Der langjährige Trainer von Wladimir Samsonov ist ja seit Anfang dieses Jahres neuer russischer Teamchef. Hat ja einige Wickel gegeben innerhalb des russischen Verbandes. Deshalb der neue Mann. Also viel geht da jetzt beim Russen nicht mehr. Ganz, ganz viele unnötige Fehler, die er da begeht. Denny Habeson kann es recht sein. Starker Rückschlag. Naja, es wird auch nicht mehr so gut. Skatschkov. Das ist eigentlich seine große Stärke. Der ist derzeit seit eineinhalb Sätzen so gut wie nicht mehr vorhanden. Der Russe. 5:1 für den Österreicher. Gibt es da wirklich den großen Showdown? Gibt es da wirklich einen entscheidenden fünften Satz im entscheidenden fünften Spiel? Bisschen verzieht er da die Diagonalvorhand. So. Die Timeout nimmt er. Jarek Kolodziejczyk, der Nationaltrainer der Österreicher. Er hat schon den ersten Satz, eine komfortable Vorsprung verspielt. Denny Habeson 4:0, +4 hat er da geführt und jetzt wieder 5:1, wieder +4. Plötzlich steht es nur noch 5:4. Genau in so einer Situation sind die Trainer gefragt. Er hat Wladimir Samsonov zu einem Spitzenspieler geformt. Jetzt muss er sein Kämpferherz zeigen, der Österreicher.
Die Auszeit dürfte ihm nicht ganz gut getan haben. 5 Punkte in Serie. Jetzt schiebt der Russe einen Lauf. Habeson erweckt ihn anscheinend wieder zum Leben. Das gibt's ja nicht, sowas. Jetzt geht wieder beim Österreicher nichts. Jetzt muss er die Aufschläge gut lesen. Und jetzt packt er diese gefinkelten Service aus. 9:6. Schlecht schaut's aus. Ganz schlecht schaut's aus. Vier Matchbälle für Russland. Vier Matchbälle für Kirill Skatschkov. Ja, jetzt nimmt auch der russische Coach eine Auszeit. Einen Matchball hat er schon abgewehrt. Daniel Habeson mit etwas Glück, aber das gehört dazu. 10:7 der Spielstand. Im entscheidenden Durchgang. Im vierten Satz. Dramatischer Tischtennisabend bis jetzt hier in Wiener Neudorf. Spannende Blicke von Fong, von Fegal, von Chen Weixin. Mucksmäuschenstil ist es in der Halle. Matchball Nummer 2 für den Russen. So, wieder Glück. Zweimal hüpft der Ball mit der Netzkante auf die andere Seite. 8:10. Jetzt muss aber der Österreicher dem Russen zweimal das Service abnehmen. Und wir wissen ganz genau, Skatschkov, einer der stärksten Aufschläger von ganz Europa. Schade, schade, schade. Daniel Habeson verliert und Daniel Habeson hatte seine Chancen in dieser Partie gegen Kirill Skatschkov, hat im ersten Satz 4:0 geführt, hat diese Führung verspielt, hat auch im vierten Satz mit 5:1 geführt, hat diesen Vorsprung ebenfalls aus der Hand gegeben. Wieder einmal muss man sagen, verliert Daniel Habeson eine entscheidende Partie. Österreich verliert hier gegen Russland mit 2:3. Es war sehr, sehr dramatisch, es war sehr, sehr verrückt. Die ersten beiden Partien.